So, hallo. Ja, es haben sich eine Zuschauerin gewünscht, dass ich einen Gassi-Vlog mit Aris drehe. Und ja, es ist zwar ziemlich warm heute, aber ich habe gedacht, ich nehme die Kamera mal mit. Aris war heute noch nicht so viel draußen, weil es halt über 30 Grad hier ist bei uns. Und Aris ist auch schon bereit. Ich nehme gar nicht viel mit fürs Gassi. Ich nehme so, ja, Leckerlis würde man sagen, aber ich nehme mal Trockenbarf, weil er ja keine richtigen Leckerlis bekommt, sondern es sind halt getrocknete Fleischnarein und so weiter, aber so in kleine Krümel. Und er hat ein ganz normales Halsband und Leine. Das ist immer noch sein Welpenhalsband, was mitwächst, und Hundemacke und Beutel sind dabei. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das, ne? Und ans Halsband kommt dann seine ganz normale Leine, was ich jetzt hier ganz fantastisch mit einer Hand nur filmen kann. Er freut sich auf jeden Fall schon. So, alles ist bereit. Leine ist dabei. Wir haben alles. Und los geht's. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und vor allem auch ans Wasser wollen, dann fahren wir ganz gerne in einen nahegelegenen Park. Der ist ungefähr, höchstens 5 Minuten Fahrt von uns. Und das ist ein Hundeauslaufgebiet, das heißt, Aris kann auch ohne Leine laufen. Und ja, da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Aris ist schon mehr oder weniger aufgeregt, weiß schon, dass wir da sind und guckt schon hinten aus seinem Fenster. So, es ist wirklich ganz fantastisches Wetter. Und Aris erledigt gerade sein Geschäft. Er ist noch an der Leine, weil doch gerade ein anderer Hund da war und manche anderen Hundebesitzer mögen das nicht so gerne, und deswegen ist er erstmal alleine. Und sobald er nicht mehr an der Leine ist, zeige ich euch gleich mal, wie das so funktioniert mit Aris. So, wir suchen jetzt gerade noch einen Mülleimer, damit wir sein Geschäft loswerden können. Aris, hier. Und bei Fuß gehen kann er ganz gut, sei denn, es ist irgendwas richtig Spannendes und ich muss ihn auch ab und zu erinnern, aber die Leine ist in der Regel relativ locker. Und ist eigentlich alles ganz entspannt. Aris, hier. Aris relativ beschäftigt, aber merkt, wenn ich weiter gehe, kommt er mir hinterher. Nüspatz. Ja, komm. Aris. Ja, manchmal ist Aris ein bisschen langsamer als ich, aber wenn er merkt, dass ich weitergehe, dann trottet er mir hinterher. Also es klappt eigentlich ganz gut. Sorry, falls die Kameraperspektive manchmal ein bisschen blöd ist. Ich benutze mein Handy zum Filmen. Genau, es ist hyper warm. Wenn irgendwo Müll rumliegt, dann sage ich immer, pst, also so machst du ein Geräusch, damit er das nicht nimmt. Hier ist es wunderschön, dieser Waldpark. Und wenn ich, sobald ich meine Richtung wechsle, vom Weg abkomme, dann beobachtet Aris das und kommt sofort zu mir. Aris! So,
Ich gehe mal ein bisschen weiter, er hat sich jetzt ein bisschen entfernt, aber wie ihr sehen könnt, kommt der angerannt, der Kleine. Genau, wir machen häufiger auch solche Übungen. Alleine ist das jetzt ein bisschen schwierig und auch mit Kamera, dass ich pfeife oder ich lege ihn ab und er muss da bleiben. Wir können es ja mal ausprobieren, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so gut klappt, weil er den ganzen Tag noch nicht draußen wohnt, dass mal seine Energie ein bisschen loswerden muss. Also, Platz. Also, Platz. Bleib. Und hier. Ah. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Film. Ah! Erst wenn er ganz ruhig sitzen bleibt. Kommt da was fein? Ist gar nicht so leicht, auch Situationen zu filmen, die jetzt nicht so gut funktionieren, weil ich da natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, wie das jetzt ist, wenn andere Hunde kommen. Manchmal hat Aris noch ein bisschen Angst. Also meistens klappt das schon ganz gut, aber genau. Aris läuft ein bisschen vor. Aris, rechts. Hier, komm. Kann ich das Wasser sehen? Ein bisschen sehen. Ja, komm. Hier, komm, Spatz. Ah, Aris. Warte. Also das Ganze klappt nicht immer. Meistens drehe ich einfach um und gehe weg. Das kann ich jetzt schwer filmen. Da kommt er an. Damit er halt lernt, dass er nach mir guckt und nicht andersrum. So, wir sind jetzt an unserer Lieblingsbadestelle angekommen. Ich zeige euch das einmal. Aris. Aris. Na komm. Wie fein. Aris, voran. So, Aris ist wieder an der Leine. Hier ist ein Weg, wo öfter Leute vorbeikommen. Aber jetzt gerade ist es relativ ruhig. Aber es ist jetzt schon geschwommen. Die meiste Energie quasi schon abtrinken. Aris! Aris, hier. Also wenn er nicht Fuß läuft, halte ich an oder wechsle die Richtung. Aber so mit so einer langen Leine klappt das in der Regel echt gut. Aris, hier. Er kommt nicht direkt. Ich halte an. Aris, hier. Ja, fein. Und dann kann es weitergehen. Manchmal hält er auch mitten auf dem Weg an. Findet ein paar Eicheln, die er unterwegs essen kann. Ich hoffe, ihr hört den Sound eigentlich ganz gut. Hab mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich rede die ganze Zeit. Aris, hier. Und Aris. Ich rede die ganze Zeit und weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt alles hören könnt. Aris möchte einen halben Baum mitnehmen. Ich gehe weiter. Er wird schon kommen. Naja, da ist er. Hat sich verheddert. Aris, Pfote. Pfote. Nein. Kriegen wir eigentlich in der Regel ganz gut. Zieht ein bisschen zu sehr.
Man merkt, dass ich beim Film ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schenke und dann klappt das, die Kommunikation nicht so gut. Ich glaube, er checkt gar nicht, wann ich mit ihm rede und wann ich mit der Kamera rede. Ares, hier. Ares, hier. Hier. Okay, jetzt hat er es verstanden. Okay. Oh, Leute. Mir ist so heiß, auch wenn wir im Wasser waren. Also ich war ja nicht ganz im Wasser, sondern nur mit den Füßen. Aber es war zum Glück ganz im Wasser. Es ist immer noch so warm. Ich bin schon ganz rot im Gesicht. Und ich glaube, Ares ist auch ein bisschen ungeduldig, dass ich so langsam unterwegs bin, aber puh, vielleicht hätte ich noch eine Stunde später mit ihm gehen sollen, es ist so hyper warm. Ares hat gemerkt, dass ich nicht mehr hinter ihm bin, ist ganz weit nach vorne gelaufen und kommt jetzt zwar, aber nicht gibt es ganz zu mir. Deswegen muss ich jetzt noch ein Stück zurückgehen. Sobald ich mich bewege, kommt er an. Können wir weiter in die andere Richtung laufen. Ja, die Erziehung endet nie. Es geht immer weiter. Und auch wenn es ganz oft klappt, manchmal hat er auch nur Gedanken für irgendeine Spur, die er aufgenommen hat. Und Ares, hier. Ares! Hier, sitz! Sitz! Ah, fast. Ares! Sitz! Sitz! Fein! Bleib! Bleib! Hier, fein! Fein, Liebi! Wir sind jetzt auch gleich wieder am Auto und deswegen verabschiede ich mich schon mal von euch. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dass ich euch mitgenommen habe, wie Ares und ich Gassi gehen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir doch unten in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Vielleicht habt ihr Lust, ein paar Videos zu sehen, wie wir auch Ares jagdlich ein paar Sachen beibringen. Genau. Ja. Sagt mir einfach Bescheid, worauf ihr Lust habt. Ist so wunderschön hier. Naja, also bis zum nächsten Mal. Ciao.